Zauner! Okay. Die perfekte Gegner. Wahl für dreckige Schweinehirn. Können wir uns verkloppen lassen? Das Maul zu stopfen, verdammter Lustmolch. Ich hör auch mal zu. Wie lange brauchen die? Ich hoffe nicht auch mal zu zusammenwechseln. Oh, Hilfe, ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht, mich zu wehren. Hat der Herr genug? Das wird dich lehren, anständigen Mädchen nachzustellen. Ich hab dich im Blick. Gehen wir, Neskin. Oh, ich hab mich ja so bemüht. Schrecklich, wie ich das nicht geschafft habe. Wohin so eilig, meine Liebe? Ich wollte doch eine Dame aus dir machen. Geralt, sag ihr, dass es nicht mein Fehler war. Sie haben angefangen. Nun los, hinterher. Er ist angefangen. Das ist ein kleines Kindchen. Das war's. Du hast es vermasselt. Sie ist weg. Ist das etwa deine Masche? Warst du schon immer so charmant? Es hat öfter funktioniert, als du denkst. Hör zu, du musst dich zügeln. Spaß haben ist in Ordnung. Gäste vermöbeln nicht. Wir haben es ja nicht vermöbelt, sie haben uns vermöbelt. Gut, ich versuche es. Oh oh, Shani ist im Anmarsch. Vermutlich wenig glücklich, oder? Deine Verantwortung. Erklär du's ihr. Oh, na gut. Deine Methoden sind ungewöhnlich. Einer Frau den Hof zu machen, indem man ihre Brüder verprügelt, ist kreativ. Ich frage mich, was du sonst so in petto hast. Das ist Künstlerpech, meine Liebe. Ich bin eindeutig aus der Übung. Zeig mir ein Mädchen, dann werde ich dir beweisen, dass... Du hast genug... Lass gut sein. Lass uns einfach Spaß haben, in Ordnung? Schließlich bleibt dir nicht mehr viel Zeit. Na gut, du hast wohl recht. Lass uns gehen. Ah, tut das gut, mal wieder die Knochen. 23 Uhr, noch eine Stunde, sehr schön. Was bei dir hinter uns? Hältst du nach vorübergehenden Mannsbildern Ausschau? Wie bitte? Mir tut der Rücken vom Buttermachen weh. Hast du Tauchwettbewerb gesehen, was er rausgefischt hat? Einen alten Topf. Können wir ihn ja trinken? Naja, dann trinken wir ja gleich. Sein Mädel Töpfe als Schuhe, falls sie mal kein Klo findet. Du solltest meinen Pantoffel daraus holen. Wie soll ich denn in einem Schuh tanzen? Das ist eine Hochzeit. Ich brauche Pantoffeln. Ich habe gesucht, Schätzchen, wirklich. Er ist da nicht. Er ist bestimmt im Schlamm versunken. Dann wühl danach. Grab dich durch. Oh, Scheißspiel. Was geht denn hier vor? Wir tauchen gleich ab und finden uns. Trägt in der Mitte auf dem Boden. Ein großer roter Kreis drumherum. Nee, die Oberschicht hat andere Steckenpferde. Wie geht das Spiel? Ein Mädchen wirft einen Schuh ins Wasser, ihr Freund springt hinterher und holt ihn wieder raus. Sowas. Durch die Mutation werden sie nicht nur unfruchtbar wie Mulis, sondern ihnen wachsen auch Eselsohren. Möchte wissen, was denen noch alles gewachsen ist. Oha. Das war noch nicht alles. Feines Spiel. Shani, dein Schuh. Ich beweise, dass ich für dich in jeden Abgrund tauche. Wir bringen beide Schuhe hoch.
sie her, Schein. Bin voll konzentriert. Der stellt sich die Sache aber einfach vor, was? Jedenfalls ordentlich auf. Wir haben genug Sauerstoff. Verlorener Schuh. Da ist der andere. Haben wir hier noch einen dritten Schuh? Das wäre lustig, wenn man drei Schuhen hochkommt. Geht es dir gut, Herr? Gerade wenn man meint, man würde die Gebräuche der Bauern kennen, kommen sie einem mit Pantoffeln. Jetzt, wo der Schock nachlässt, du könntest zu reden aufhören und ja? Hab ich den nicht? Den Schuh? Aha. Doch nicht so gut wie gedacht. Dachte, wir hätten den Schuh schon. Welche zwei andere Schuhe haben wir dann gerade aufgesammelt? Aha. Jetzt, wo der Sauerstoff ausgeht. Auftauchen. Jetzt haben wir drei Schuhe gefunden. Verdammt moderig, der Teich. Bin bis zu den Achseln versunken. Kein Schlamm der Welt kann dich von meinem Schuh fernhalten. Oder all den anderen Schuhen, die je im See gelandet sind. Es ist besser, sich umsonst zu übertreffen, als seine Durchschnittlichkeit bereuen zu müssen. Und sie gründet Schuhe. Jeder dieser Schuhe würde seine Eigentümerin veranlassen, den Rock zu heben und sich zu bücken, um ihn anzuziehen, natürlich. Nein, wie gewitzt und abgefeimt. Das merkst du jetzt erst? Ich finde, ich habe einen Kuss. Sarkasmus hat auch noch nicht verstanden. Such die Besitzerin der Schuhe. Vielleicht erklärt sich eine bereit. Sei nicht eifersüchtig, Shani. Das war ein Scherz. Die anderen sind mir einerlei. Ach ja, kennst du ihn, Aschenputtel? Meinen Schuh? Nun streck dein geschmeidiges Beinchen aus. Lass ihn, ich meine, es hineinkleiden. Vielen Dank. Ist der Schuh nass? Boah, das ist doch ekelhaft. Siehst du, wie fix der ihre Schuhe hat? Nichts geht über ein herrliches Bad. Jetzt lass uns was anderes tun. Du musst doch jetzt, die läuft doch jetzt quietsch, quietsch, quietsch. Mit schönen Seen haben wir bei mir nie viel huschend. Meine Güte, ich hab deine Schuhe. Es geht nicht. Dann halte ich die halt. Gut, 23.59 machen wir das hier zu Ende, endlich. Entschuldige mich eine Weile. Als Brautjungfer gehöre ich bei der Haubenzeremonie zur Braut. Geh, Schan. Ich komme allein zurecht. Damen und Herren! Heute Abend habe ich die Delikatessen des Lebens so intensiv verkostet, dass ich nunmehr eine Rede halten will. Geralt, das muss nicht sein. Also schön. Ohne Nachfrage kein Angebot, aber es wäre eine großartige Rede gewesen. Es ist gleich Mitternacht. Zeit für die Haube. Du bist Brautjungfer, Schatten.
Tu deine Pflicht. Ihr Leut, nun naht die Mitternacht und mit ihr naht die Haube. Drum segnen wir das junge Paar. Denn wisst ihr, was ich glaube? Die Liebe wohnt in ihren Herzen. Möge sie gedeihen. Möge jeder neue Tag sie wiederum erfreuen. Los, erhebt die Gläser, auf die frisch vermählten. Euer Beischlaf soll euch manch ein Kind bescheren. Geht drum schnell aufs Zimmer, da seid ihr alleine. Trinken wir zum Ausgleich eure teuren Weine. Die Braut ist jetzt deine, du musst sie beschützen. Drum gib Acht auf Nachbarn, wollen sie spitzen. Schau doch nicht so brummig und lass dich nicht poppen. Sie ist dir erlieben, wird sonst kaum poppen. Sie wird dir treu sein, drum trinken wir baden darauf, dass wir ein Paar sind und dass wir ein Paar. Dem heiligen Brauch nach ist was die Sängerin ein Lied. Der Blumen die nächste Braut. Ein wundervolles Lied. Lied. Ein fantastisches Lied. What? Was zum Fick? Das musste wirklich sein. Als wäre es gestern gewesen, wie wir auf Olgierts Hochzeit gezecht haben. Ich musste einfach etwas aufschreiben. Gibst du ihm den Brief? Mach ich. Danke. Du bist ein guter Kerl, Hexer. Sterbenslangweilig, aber gut. Einfach mit Blut geschriebener Brief. Entzückende Tradition. Errötende Jungfrauen beim Tanz mit wehendem Haar, offenem Mieder, wogenden... Reicht es nie. Hast du gesehen? Shani hat die Girlande gefangen. Nach bäuerlichem Aberglauben heiratet sie als Nächste. Vielleicht. Einerlei. Es ist nach Mitternacht. Zeit für dich, in die Krypta zurückzukehren. Geht nicht. Ich habe noch zu tun. Es ist nach Mitternacht. Du kannst die hübschen Ohren abnehmen. Natürlich nur, wenn du willst. So schön sie sind, ich steck sie weg. Ist Wladimirs Geist weg? Siehst du, sie fragt nach mir. Vermisst mich schon. Ich bin hier, mein liebliches Tülpchen. Jener Kuss, als wir tanzten, lässt mir noch immer den Kopf schütteln. Du wärst und du dich verpasst. Keine wilden Pferde könnten mich von dir fernhalten, ehe ich nicht noch einen bekomme. Oder zwei. Oder so viele du mir geben willst. Du hast dich offenbar gut amüsiert. Das freut mich. Ein Kuss. Ich wusste, es würde so enden. Und zugleich beginnen. Nein, nur enden. Es ist nach Mitternacht. Deine Zeit ist gekommen. Ha! Wen scheren solche Kinkerlitzchen? Der Tod fordert mich nicht zurück. Was sollten wir da nicht weiter feiern? Was soll Geralt davon halten? Du hast ihm dein Wort gegeben. Schau, Lieb. Ich bin tot. Von einem Toten kann man nicht allzu viel erfahren. Was für Leuten halte die ihr Wort nicht halten? Everick. Geh dahin zurück, wo du hergekommen bist. Ich bitte dich. Die mag ich noch weniger. Der Zwickser. Dass sie ihr Wort nicht halten. Halt! Aufhören! Bitte! Verschwinde! Oder ich nehme dich mit mir. Deine modrige Gruft wird dir dagegen wie das Paradies erscheinen. Deine Wahl. Ah! Hör auf, ihn zu quälen. Ich verspreche, ihn nicht umzubringen. Götter, was ist hier passiert?
Er ist zur Hölle gefahren. Was hast du ihm angetan? Ihn dahin geschickt, woher er gekommen ist. Ich hoffe, du hast ihn nicht verletzt. Ich habe einen Schädling entsorgt. Noch länger müsst ihr ihn nun wirklich nicht ertragen. Geralt hat seine Aufgabe erledigt, also... Ja, ich weiß. So wie er eine Aufgabe erledigt hat, stürzt er sich auf die nächste. Diesmal vielleicht nicht, wer weiß. Ich habe bemerkt, wie ihr euch anseht. Und eure gemeinsame Vergangenheit ist mir ebenfalls bekannt. Tatsächlich? Wie das? Shani, meine Liebe, woher weiß ein Adler, wie man fliegt? Einerlei. Wladimir von Evereck wird euch jedenfalls nicht mehr belästigen. Ich sollte bald zu Olgir zurückkehren. Oh, so schnell ist es vorbei. Und ich dachte, wir hätten noch etwas Zeit miteinander. Dumm von mir, nicht? Das würde ich nicht sagen. Nicht so wichtig. Ich sehe nach Aldona. Schließlich bin ich ihre Brautjungfer. Ah, da ist es. Das Gesicht eines Mannes, der eine Frau nicht versteht. Und du verstehst sie? Natürlich. Frauen sind schlicht. Leider sind Männer hoffnungslose Idioten. Deine Freundin wird nun gekränkt sein. Pflück ihr Blumen oder lade sie auf einen Humpen ein. Dann kommt sie drüber hinweg. Ich brauche keine Ratschläge, danke. Sie hat was für dich übrig. Du für sie auch. Nicht drüber nachdenken. Einfach spontaner Ehrlichkeit nachgeben. Das ist das Schönste an menschlichen Beziehungen. Ihr müsst ja nicht wie Aldona und Jonas enden, als verliebte Trottel, die sich auf ewig gebunden haben. Nutzt die Nacht und eure Chance. Genießt einander. Das war's. Viel Spaß. Ich muss höflichst widersprechen. Doppelt. Sind deine Arschhaare auch grau? Dies scheint es Eintracht von Perlenbuch herauszunehmen, was sie aufmuttern könnte. Mit Hilfe der etwas um Shani aufzumuttern. Also gerade will ich hier weg von dieser Party. Und dieses Land nie wieder betreten. Nein, wir werden nicht in ihrem Tagebuch lesen, was vermeiden können. Vogel, ihr Schatz. Shani, vielleicht welcher ja. Schluck hat noch nie geschadet. Aber hat sie das aufmuntern? Ob die Idee gut ist, vielleicht ist sie betrunken noch schwermütiger. Keine gute Idee. Ist eine Sturzbesoffen. Wenn du meine Frau anrührst, hau ich dich um. Ein guter Tropfen wird ihre Stimmung erheben. Nein. Ein ordentlicher Schluck hat noch nie geschadet. Aber wird sie das aufmuntern? Ob die Idee gut ist? Vielleicht ist sie betrunken noch schwermütiger. Vielleicht können wir irgendwo Blumen pflücken gehen und ihren Blumenkranz basteln. Was hält er davon? Männer sind Schweine. Mehr habe ich nicht zu sagen. Du musst widersprechen. Der Abendmann ist ziemlich streng. Am besten machst du im Gasthaus einen Tag. Du Hochzeitsgast.
Vogelbeeren. Shani hat erwähnt, dass sie früher Halsketten aus Vogelbeeren gemacht hat. Aha. Hübsch, schätze ich. Aber wird sie das aufmuntern? Wahrscheinlich mehr als der Alkohol. Na gut, ich pflücke welche. Bin ein Romantiker geworden. Irgendwie war er ein paar Blumen. Bist du aber ein langer Lulatsch? Bist du auch aus dem Leben gefunden? Das hat sich durch all die Jahre gehalten. Einmal mit Blumen ist ein Mann in der Welt. Und du verstehst das alles, wenn du nichts ausgefallen hast. Noch hier? Ich dachte, du musst zu Olgierd. Wir sehen uns so selten. Ich finde, Olgierd kann bis morgen. Lächeln, Shani. Du weißt noch, dass ich Vogelbeeren mag? Ich weiß noch vieles über dich. Die Hochzeit ist noch in vollem Gange, aber du siehst aus, als wäre es eine Beerdigung. Warum so traurig? Traurig ist das falsche Wort. Als ich die Girlande fing, ist mir was aufgefallen. Die Jahre fliegen vorbei und ich pumpe immer nur Mägen aus und nähe Gliedmaßen wieder an. Allein. Du hast Freunde? Mich zum Beispiel? Dann trinken wir auf die Freundschaft. Auf die Freundschaft. Setzt den Musikanten zu. Sie treffen keinen Ton. Gehen wir spazieren. Gute Idee. Hat dir die Hochzeit gefallen? Ich habe meiste mich Zeit war in, ja, und wie? Hat die in der Gesellschaft gefallen. Von Leuten, die ich kenne. Du kennst mich. Die meiste Zeit war besessen. Ja. Und allmählich amüsiere ich mich. Eigentlich habe ich mich schon seit dem Kuss amüsiert. Ich dachte, das wäre Wladimir gewesen. Es war sein Wille, sicher. Aber mein Körper hat mich an die alten Zeiten erinnert. Vysima, meinst du? Ich dachte, du hättest unsere ganze Katriona-Geschichte vergessen. Die Seuche ist lange sie her, erlebt. Aber die romantischen Seiten dieses Abenteuers werde ich nicht vergessen. So weit durfte ich nie kommen. Nur vor den Toren von Wysima wurde gespeinert. Meine Werkstatt läuft hervorragend. Ah, da bin ich froh. Wir sind ziemlich knapp bei Kasse. Sag dem alten Besen aber nicht, dass ich dir das gesagt habe. Ne? Keine Bange, Herr. Ich schweige wie ein Grab. Wir Männer müssen zusammenhalten. Genug mit dem Herr. Ich bin Wassi. Du kannst auch Papa zu mir sagen. Danke, Papa. Es ist mir eine Ehre. Trinken wir darauf. Die Familien wachsen zusammen. Schwiegerväter und Schwiegersöhne. Nach dem ersten Schnaps verbrüdern sie sich oder polieren sich die Visagen. Ich hatte schon befürchtet, dass die Hochzeit gar nicht stattfindet. Wegen der Statusunterschiede? Mhm. Jonas' Familie hat Aldona als unwürdig betrachtet. Aber offensichtlich lieben sie einander. Da geben Eltern normalerweise nach. Ich weiß nicht. Meine Mutter würde sich nie mit einem Ungeeigneten abfinden, ob ich nun schwöre, ihn zu lieben oder nicht. Deine Mutter ist doch nicht aus Stein. Du würdest sie schon überzeugen. Bisher ist es mir nicht gelungen. Hast du ihr immer nur Musikanten, Artisten und Hexer angeschleppt? Nein. Ich soll jemanden wählen, der wohlhabend oder gut im Geschäft ist, gut erzogen. Dagegen ist ja nichts zu sagen, oder?
vielleicht nicht. Aber solche Leute sind selten amüsant. Das könnte stimmen. Sag das meiner Mutter. Sie findet, ich hätte mir auf der Akademie einen Mann suchen sollen. Hab ich aber nicht. Oh, bestimmt denkt sie, dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Oh, bitte, Shani. Wir leben im 13. Jahrhundert. Frauen gehen nicht zur Akademie, um Männer zu finden, sondern um zu lernen und ihren Interessen zu folgen. Wie du. Das sieht deine Mutter bestimmt ein. Du hast einen Doktorgrad, deine eigene Praxis und umfangreiche Fronterfahrung. Du bist eine feine Person. Mit dir stimmt alles. Meinst du wirklich? Ja, im 13. Jahrhundert kann man ja mal, kann man schon mal ein bisschen einfach kann schon mal entwickelt sein und das ist wir leben im 13. Jahrhundert. Schau, die tapferen Brüder. Stramm wie die Latten, die sie vom Zaun gerissen haben. Aus Retro-Perspektive. Wo mag die Schwester sein? In ihrem Zustand könnten die hier sie vor keinem Kleinkind beschützen. Wenn sie nicht eingeschritten wären, hättest du sie ins Heu geworfen. Sie war willig, wenn du mich fragst. Das war Wladimir, nicht ich. Vergiss nicht. Und wenn du es gewesen wärst und die Situation anders gewesen wäre? Du bist auf der Hochzeit und dieses Mädel wirft dir Blicke zu und lächelt dich an. Dann kommt sie zu dir rüber und du weißt genau, was sie will. Was würdest du tun? Na, okay, genau. Wenn Rittersporn hier wäre, und das ist er meistens, würde ich sie einander vorstellen und verschwinden. Kaum zu glauben. Du würdest die Chance auslassen? Ich brauche solche Chancen nicht. Hast du deine Gewohnheiten geändert? Vielleicht bin ich wählerisch geworden. Klingt, als hättest du dich schon entschieden. Das stimmt. Rat mal, für wen? Triss Melgold. Oh, wie schön. Existiert wohl ja in dem DLC nicht, Idris. Ich muss an den Kuss denken. Welchen Kuss? Den Wladimir dir auf den Mund gedrückt hat. Mit meinem Mund. Ob es sich ohne seine Gegenwart anders angefühlt hätte? Kann ich dir nicht sagen. Lässt sich aber rausfinden. Was sagst du? Ehrlich? Ganz anders. Besser oder schlechter? Na komm. Ich küsse dich viel lieber ohne Wladimirs Hilfe. Korrigier mich, wenn ich irre, aber Wladimir wollte doch mehr als einen Kuss. Das hat er offen zugegeben. Das stimmt, er war sehr direkt. Was bisweilen seine Vorteile hat. Stimmt, es kann einem viel Zeit sparen. Also, wie sieht's aus, Geralt? Hast du etwas Zeit mit mir zu verschwenden? Oder willst du jetzt lieber zurückgehen? Ich würde ja gerne bleiben, aber wir sollten auf die Hochzeit zurückgehen. Ja, das ist wohl das Beste. Was denkst du gerade? Dass Freunde Freunde bleiben sollten. Das meine ich auch. Ich habe viel nachzudenken. Allein. Ich gehe nicht mehr auf die Hochzeit. Bin ohnehin nicht scharf drauf, Besoffenen beim Torkeln zuzusehen. Shani, warte. Ehe du gehst, muss ich dich um einen Gefallen bitten. Ja? Es ist wegen Olgierd. Ein mysteriöser Mann. Ich glaube, seine Geschichte ist komplizierter, als ich dachte. Könntest du ihn dir vorknöpfen? Vielleicht findest du etwas heraus. Klar, mach ich gern. Danke. Bis dann. Ja, bis dann, Geralt. Die Sausen des Totenmannes informiere euch jetzt, dass die Aufgabe erfüllt ist.
Das können wir, glaube ich, im nächsten Stream erledigen. Hocken wir uns hier unter den Baum. Genießen noch mal ein bisschen die Nacht. Ja, würde ich doch sagen. War das ein Stream heute?